Ansi, da habe ich ja vorher gesehen beim Scrollen, das ist eine geile Frage. Wenn heute dein letzter Satzang wäre und du wüsstest, dass du in 5 Minuten den Körper verlässt, was würdest du uns sagen? Ist eine irrsinnig geile Frage. Ich habe jetzt gleich einmal eine lustige Antwort. Die Frage hat der Ansi nach meiner Uhrzeit um 20:48 Uhr gestellt. Jetzt ist es 21:13 Uhr bei euch, also 25 Minuten später. Der Ansi hat gefragt, was ihr dann in 5 Minuten macht. Das wäre dann gewesen 20:53 Uhr. Jetzt ist 21:13 Uhr. Die Frage ist obsolet. Ich bin doch da. Yeah. Okay, Scherz, ich weiß. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ich werde sie beantworten. Ist eine geile Frage. Weil ich finde die Fragen auch dann geil, wenn es so Fragen sind, die noch nie gefragt wurden. Dann bin ich schon gespannt, was ich antworte. Also ich bin da genauso gespannt. Nee, ich bin doch wahrscheinlich noch mehr gespannt als ihr. Ihr sitzt dort entspannt und vielleicht schnarcht der ein oder andere und horcht den Edgar zu, die Melodie, lässt die Energie durchwirken und so, ne? Ist so quasi aller, ja, was ich gesagt habe, Telefonbuch verlesen. Aber ich finde es richtig spannend, was da dann kommt. Ich höre mir ja da auch zu. Also, da bin ich selber der beste Zuhörer. So, jetzt wiederhole ich die Frage. Ansi, wenn heute dein letzter Satzang wäre und du wüsstest, dass du in 5 Minuten den Körper verlässt, was würdest du uns sagen? Geil. Nun mal jetzt anschauen. Letzter Satzang. 5 Minuten den Körper verlassen. Das ist ja so ein Gefühl, da habe ich ja Meditation angeleitet in einem Webinar. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Paramattweiter oder Kundalini? Wo man sich vorstellt, dann bis zum Ende vom Leben und so, das ganze Leben, und dann ist man kurz vorm Tod. Und dann denkt man zurück, was hätte man anders gemacht? Das erinnert mich dran. 5 Minuten von jetzt. Ich darf mir das nicht zu sehr vorstellen, von wegen kreieren, ne? Ich habe auch Kreations, also und so, ne? Aber trotzdem, ich stelle mir so. Und ihr bleibt da, ne? Also ich gehe weg. Hey, Fehler Nummer 1, ich verlasse den Körper nicht. Der Körper verlässt mich, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Also der Körper verlässt mich und ihr verlässt mich auch. So schaut es ja aus, wenn ich sterbe. Ne? Ja, dann seid ihr ja weg. Was soll ich euch da jetzt noch sagen? Ich bleib da, ihr seid weg. Jetzt ganz ehrlich. Die Illusion verschwindet, das Universum verschwindet, der Traum verschwindet, ich bleib da. Gehe an die Urquelle zurück. Was soll ich euch da sagen? Euch gibt es nicht mehr. Aus meiner Sicht halt, ne? Aus dieser subjektiven Sicht des einen, das zu sich selbst zurückkehrt in Pausemodus. Sage nichts mehr, es bringt nichts. Ne? Aber jetzt tun wir so, als ob ich ne, das Mitgefühl, das habe ich ja schon hinter mir, das ist dann das Mitgefühl, so du, als ob und so. In dem Fall, also sagen wir, nehmen wir das so, ich verlasse jetzt den Körper, tschüss, und ihr seid noch da. Da würde ich wahrscheinlich meine letzten 5 Minuten nicht mit euch vertrödeln. Müsstest mich ja eher fragen, was ich dann machen würde. Ich würde mir wahrscheinlich noch ein Bier aufmachen. Nee, dann ist man nicht mehr so klar im Kopf. Ist auch nicht so. Ich würde mich bei 5 Minuten müsste ich meditieren. Ich würde noch zur Dani, ja, ich würde eher zur Dani gehen und mich von ihr verabschieden. Nee, aber bevor ich jetzt das Satsang machen würde, würde ich schon zur Dani gehen. Pussy und so, Händchen halten, umarmen. Aber dann würde ich zurück zu mir gehen. Also ist dann schon was Persönliches, ne? Da will ich ganz allein sein, ne? Das will ich genießen. Ich meine, hallo, da wäre ja nicht Satsang geben in den letzten 5 Minuten. Ganz genießen, irgendwo sitzen und das beobachten und so.
Hätte ich Zigaretten zu Hause, hätte ich mir vielleicht noch kurz eine angeraucht, aber in 5 Minuten geht das nicht. Jetzt bin ich schon wie lange Nichtraucher? Das haben wir vor kurzem gedacht, ob ich kurz vorm Ende mir noch einmal eine Zigarette anrauchen würde. Aber ich kann die Frage nicht beantworten. Wahrscheinlich nicht, weil eigentlich. Aber man weiß es nicht. Wenn man jemand eine herlegt, jetzt bin ich 6 Jahre Nichtraucher, ja, 6,5 Jahre. Ja, glaube ich nicht. Und ich würde die 5 Minuten da jetzt auch nicht vergeuden. Also ich würde dann sitzen und warten und schauen. Oder nicht mehr schauen. In die Stille gehen. So, das wäre jetzt real. Ja? Was ich wirklich tun würde, wär so. Ne? Was würde ich euch noch kurz vorher sagen? Also ich komme dir jetzt entgegen mit einer Botschaft und so quasi kurz bevor ich zu Dani sage, zu Dani, geh. Sorry, ich meine, Satsang muss ja auch Spaß machen. Man soll nicht nur Fragen beantworten und heute sind eh nicht so viele Leute da und sind nicht so viele Fragen, jetzt kann ich ruhig ein bisschen Zeit schinden. Ne? Und mich mit Ansicht einer Frage beschäftigen. Die ist nämlich geil. Ich winde mich um die Antwort. Ne? Irgendwo merkt man das. Also eigentlich tue ich es nicht, aber ich merke es jetzt. Hallo Edgar, hallo Shakti, komm. Jetzt sag was. Ich möchte es auch hören. Was sagst du denen? 5 Minuten, komm, vorm Schluss. Jetzt, raus damit. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss echt einmal noch mal kurz nachschauen. Was ist? I'll be back. Die Dani hat die geile Antwort. I'll be back. Hey, der Schwarzenegger ist 50 Kilometer von mir geboren in der Steiermark. Ja, wir sind fast Nachbarn und so. Und mit Ho bin ich ja schon verwandt. Wer weiß, ob ich auch mit dem Schwarzenegger verwandt bin. Obwohl der Ho ist ja so Österreicher, aber auch mein Vater, ja. I'll be back. Nee, weiß ich nicht, ob ich back bin. Was sage ich? Schön war's, nix ist geschenkt. Danke, hat mich sehr gefreut. Nee, es soll ja Botschaft sein. Da müsste dann, nee, ich weiß nicht, ob ich dann noch in der Lage wäre, so zu tun, dass es euch gibt. Aber tun wir so. Also. So eine einfache Frage, nicht? Und ich nehme es jetzt ernst, sorry. Ich nehme es jetzt ernst. Hoffentlich ist es auf dem nächsten Planeten schöner, oder? Nee. Nee, mir hat es ja eh gefallen. Es ist wunderschön. Macht euch keine Sorgen, ist eh alles scheißegal. Lebt euer Leben. Do whatever makes you happy. Das darf man nämlich. Lasst euch nichts von anderen vorschreiben. Go for whatever makes you happy. Whatever you want. Egal was es ist, egal aus welchem Chakra, egal ob Sex oder Essen oder Abenteuer oder whatever, möglichst nicht anderen schaden, ist schon eine Botschaft, die ich mitgebe. Weil das ist immer alles selbst, das kommt alles zurück, das hat keinen Sinn. Ja. Also wenn man jetzt da Bedürfnisse hat, was einen glücklich macht, was anderen schadet, dann hat man ein Problem. Das sollte man ja mit sich selbst lösen. Also Therapie machen, sich das anschauen, finde ich. Aber ansonsten, wenn keine anderen zu Schaden kommen, go mit whatever makes you happy. Du hast nur dieses eine Leben als Person. Das ist kein Problem mit Person, das ist kein Problem mit Ego, um das geht's ja. Dass man da einen Film erfährt, dass man da ein geiles Leben lebt. Und so tut, als ob man jetzt, egal was, Edgar, Daniela, Ansi, Ralf, Ava, Sushina, egal wie wer ist. Das will gelebt werden. Gott macht hier die Erfahrung an sie. Gott macht hier die Erfahrung, Edgar. Gott macht hier die Erfahrung, Sushina, Gerhard, Susi, Maria. Egal was. Und die will gemacht werden. Und zwar voll und ganz. Mit Freude. Scheiß auf Erleuchtung.
Erleuchtung sind wir eh alle. Erleuchtet ist das ganze Universum. Das Leben zu vergeuden mit einer. Ich meine, ja, man kann ankommen, aber scheiß drauf. Wenn es passieren soll, passiert sowieso. Follow your bliss. Es gibt da nichts zu finden, außer dich selbst, was schon da ist. Leb dein Leben. Egal mit was dir Freude macht, es gibt kein höher oder besser. Wenn du saufen willst, sauf. Wenn du Sex haben willst, hab Sex. Wenn du was Gutes essen willst oder geh Tennis spielen oder von mir aus, ja, man kann auch meditieren. Wenn der Ruf kommt, der Spirituelle, dann ist das, was Freude macht. Und es darf dann genauso sein, aber dann geh voll rein. Mach keine Kompromisse. Go total in it. Egal was. Ob es Beruf ist, ob es Partnerschaft ist, ob es Hobbys sind, ob Spiritualität ist. Wenn du was machst, geh komplett rein oder lass es bleiben. Das war meine Methode. Ja, das wäre so meine Botschaft, die ich noch sagen würde. Enjoy it und so. Und es kann fucking scheiße nichts passieren, denn du bist das, du bist das Nichts. Wenn der Traum endet, zack. Du bist das. Es ist nur ein Traum. Es ist just fucking nur ein Traum. So enjoy the fucking dream. Ja, ich meine, fucking ist im Englischen positiv gemeint. Das heißt nicht Scheißtraum, sondern das heißt, das ist eine Bekräftigung. The fucking dream is not negative, ne? Das soll nur heißen, die Profanität runterholen. Hey, genieße es. Es ist nicht mehr, aber es ist alles, was wir haben. Es ist geil. Es ist halt nur ein Traum, aber gerade deshalb darfst du alles leben. Weil diese eine Erfahrung machst du nur in diesem Leben. Die Erfahrung in dem Fall jetzt an sich hat die Frage jetzt ja nicht für sich gestellt, sondern für alle. Aber wen immer das betrifft. Das Leben will gelebt werden. Diese Erfahrung will gemacht werden. Hier die Erfahrung Edgar. Die wollte genau so gemacht werden. Und wenn euch Gott erwischt, wenn euch das Gottsein erwischt, wenn euch die Erleuchtung wirklich erwischt, die wirkliche Erleuchtung, wo du alles bist, wo du Gott bist, wo es außer dir nichts gibt und nichts gegeben hat und nie geben wird, du das ganze Universum, alle Multiversen, alle Göttinnen, alles bist, dann ist eine Empfehlung von mir, das dann nicht persönlich zu nehmen. Ja, weil sonst wird man ein Kotzbrocken. Und asozial und abgehoben. Das ist einfach nur eine Empfehlung. Man kann es natürlich persönlich nehmen und am Anfang nimmt man es hundertprozentig persönlich. Geht gar nicht anders, weil man ja das ist. Aber das Leben macht tausendmal mehr Freude. Es ist dann, die ganzen 5 Minuten würde mit Quasseln verbraten. Jetzt wäre ich aber schon tot. Das macht einfach mehr Freude. Wenn man dieses Spiel mitspielt mit allen, wenn man das anerkennt, das menschliche Spiel, wenn man Gott sein lässt, in seiner Entfaltung quasi in einer Hingabe zu dem, auch wenn man weiß, dass man das ist, aber sich daraus zurückziehen und es geschehen lassen und zu genießen. Wenn es dann geschieht, Menschen zu helfen oder auch nicht, gibt da niemanden, dem man wirklich helfen müsste. Ist auch nur ein Spiel. Das wären so meine Empfehlungen. Das war jetzt alles. Mehr kommt nicht. Jetzt ist Stille. Nein, jetzt bin ich quasi tot. Ja. Und dann ist man halt mal tot, ne? Anse weiß eh, wovon ich spreche.
Geile Frage, danke, Ansi. Ich mag die Augen nur nicht aufmachen. Es ist so schön, das tot sein. Ja. Aber ich liebe auch das Leben, also wirklich, ne? Schon geil. Darf ich die Augen schon aufmachen? Ich muss ja die Fragen weiterlesen. Hallo, wer weckt mich? Okay, ich versuch's jetzt dann irgendwie. Danke, Ansi. Hey, ich treffe dich gerade innen, jetzt kann ich nicht schauen. Ja, schön. Schöne Frage, geile Frage. Echt schöne Frage. Highlight! Notierst du Highlight? Ich finde, das ist ein Highlight. Okay. Ah, es blendet. Das ist so, ne? Wenn ein Baby auf die Welt kommt, das Licht! Oh! Ich glaube, das Licht ist der größte Schock. Die Leute sind immer so lichtgierig, ne? Aber wenn man aus dem Tod rauskommt, ist eigentlich das Licht der Schock, ne? Sorry, liebes Licht. Okay. Ja. Es blendet. Boah. Da gibt es ja die Theorie, dass Außerirdische, ne, da gibt es ja die Grauen, die haben so große schwarze Augen, ne? Und da gibt es die Theorie, dass die großen schwarzen Augen eigentlich nicht, wie manche glauben, jetzt irgendeine Pupille oder sowas sind oder Augen, sondern dass da Folie drauf ist. Das ist eigentlich eine Sonnenbrille, die auf den Augen klebt, ne? So eine Folie quasi, wie bei uns hat man auch, die Brillenträger sind und da so wie Kontaktlinsen haben, ne? Dann kann man ja Sonnenbrille als Kontaktlinse haben. Die sind auf der Planeten Erde noch nicht erfunden, glaube ich. Aber die haben dann sowas draufkleben, weil die kommen ja aus einem Planetensystem, wo die Sonne ein roter, entweder nicht roter Riese ist in weiter Entfernung oder ein langsamer kaltender roter Riese, was weiß ich. Jedenfalls das Licht ist viel gedämpfter. Die sind total geblendet hier. Ja, dieses grelle Sonnenlicht, wie es in unserem Sonnensystem ist, und darum brauchen die diese Schutz Linsen. Also das klebt auf deren Augen so eine ganz dünne Folie als Schutz und ist so dunkel. Ne? Ist eine Theorie nur, ne? Aber wer weiß, ne? Kann schon sein, es blendet schon extrem. Gehen wir zur nächsten Frage. Haben wir überhaupt nur Zeit? Wie spät ist denn? 20, 30 bei mir. Danke, Hansi. Danke, danke. War schön.